Hallo Leute und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd hier immer noch in den Bergen oder so. Was machst du hier? Ja, das wollte ich mich auch gerade fragen, aber was ich hier mache, das geht dich nichts an. Okay, also einer aus Team Magma will auf jeden Fall schon mal gegen uns kämpfen. Das fasse ich mal als kein Friedensangebot auf. Deswegen werde ich mich auf die Seite von Team Aqua stellen. Ja, doch. Das lege ich jetzt fest. Ja. Luca müsste ich den EP-Teiler weggenommen haben, wenn ich das im letzten Part am Ende nicht vergessen habe. Aber ich glaube, ich habe das noch gemacht. Genau, dann wird der Part noch nicht wieder 19 Minuten lang, obwohl ich schon bei 15 irgendwie den Gedanke hatte, Schluss zu machen. Aber was soll's? So, Kamaup. Da nehme ich einfach mal den hier rein, dass der auch mal wieder was machen kann. Rango ist natürlich jetzt nicht ganz so geeignet für diese Feuer-Pokémon, die die Leute hier gerade im Moment haben. Aber Zeiten werden sich ändern. Mach erstmal deinen Mogelhieb. Vielleicht wird's ja auch ein Volltreffer. Soll ja schon mal vorgekommen sein bei dem LP. Ja. Falls ihr euch über die Stimme wundern sollte, es ist so, dass es noch recht früh ist und ich gerade aufgestanden bin und deswegen ist die noch ein bisschen eingerostet wahrscheinlich. Aber vielleicht wird sie ja jetzt etwas entrostet, wenn ich das hier aufgenommen habe. Ach so, Picknick. Ich habe gerade Patrick gelesen, aber ich glaube, das hieß Picknick. Weil, ja, genau, die ist auch eine Picknickerin. Dann macht das Ganze auch Sinn. So, eigentlich wollte ich Rango nach vorne tun, war aber eine gute Idee, es nicht zu tun, denn der hätte da null Schnitte gehabt gegen Knills, beziehungsweise schon, aber er hätte nichts Gescheites gegen das Viech gehabt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann der Part kommt, aber ich glaube am Tag, nachdem ich das hier aufgenommen habe. Und dann sollte für euch gestern ein Trailer gekommen sein für für das erste Abo-Special zu den 1000, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ja, der geht 2 Minuten und ich saß mit Lucrax und Belpro HD ungefähr so zwei Stunden daran, das zu machen. Weil wir wollten mit den Special Effects so ein bisschen. Wir hatten uns schon so eine Idee gemacht und dann hat das aber alles nicht so ganz funktioniert, weil auf einmal der Picture-in-Picture-Effekt nicht mehr funktionieren wollte. Und naja, dann haben wir es kurzerhand doch ein bisschen anders gemacht. Irgendwie denke ich bei Warblue immer, das wäre auch Typ Wasser, weil das so blau ist, aber ich glaube, das stimmt irgendwie nicht, wenn ich das hier gerade so gesehen habe. Ja, aber es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Natürlich improvisiert man dann auch so noch so ein bisschen, wenn man dann soweit ist. Ich weiß nicht, habt ihr in eurer Jugend auch mal irgendwie Filme gedreht oder so? Ich habe das mit zwei, drei Leuten wirklich häufig gemacht. Dass wir zuerst waren es nur solche Clips wie bei Ups, die Pannenshow zum Beispiel. Damit hatte, glaube ich, mein Bruder angefangen mal und dann habe ich das auch mit meinen Freunden gemacht und das war immer ganz lustig. Und als dann die Ideen ausgingen, hieß es mal, jo, warum machen wir nicht eigentlich irgendwie so Filme? Die gingen dann immer so eine Viertelstunde und meistens waren es irgendwie so. Es gibt halt irgendwie einen Bösen und einen Guten und die battlen sich irgendwie. Ja, also jetzt nicht nur battlen, sondern halt einen Detective, ne, der erstmal auf die Spur von dem kommen muss und so weiter. Die waren, ich weiß gar nicht, ob die so gut waren, irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, aber da ist echt viel Zeit reingeflossen. Die musste ich mir unbedingt mal wieder anschauen, aber die habe ich selbst gar nicht auf meinem PC. Die muss ich mir mal von irgendjemandem gönnen. Ah, das war jetzt ein bisschen blöd, weil ich eigentlich Magnetilo. Oh, ja, okay. War vielleicht doch in Ordnung. Weil dann ist das jetzt schon down. Weil auf Knills hätte ich natürlich mit Feuer besser gehen können und dann mit Kampf auf Magnetilo, aber ich habe vergessen, dass Mogelhieb ja eine normale Attacke ist. Und das deswegen nicht sehr effektiv war. Mach mal einen Überwurf, komm. Den wird's vielleicht gar nicht mehr nötig haben. Wegen einem KP, genau. Genau. Weh, das zieht mir jetzt noch was ab. Aber ich glaube, das dauert eine Runde. Genau.
Wundergut. Falls ihr euch wundert, wo der vierte im Bunde im Trailer geblieben ist. Denn bei der Vorstellung der Tribute gab es ja vier Leute. Der wohnt so minimal weiter weg und ja, ich habe mir gedacht, der wird bestimmt nicht für irgendwie eine Stunde hierher kommen. Deswegen, naja, am Ende hat es dann ja länger als eine Stunde gedauert, aber das war da ja noch nicht so ganz in Planung. Und ja, deswegen fehlt er im Trailer. Aber ist, denke ich, nicht so schlimm. Denn solange er im eigentlichen Special dann dabei ist, ist das ja alles in Ordnung. Da habe ich mir übrigens recht viel Mühe gegeben, das zusammenzuschneiden und so weiter. Das mag man wahrscheinlich erst ein bisschen später sehen, aber und am Anfang noch nicht so, aber ja, seid einfach mal gespannt. Ne? Ich denke, dass noch kein Part davon oben sein wird, wenn das hier kommt. Wenn doch, dann, naja, könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen. Auch wenn die Leute, die das hier schauen, wahrscheinlich nicht das Special schauen, ganz einfach. Weil das ja mit Minecraft zu tun hat und das nicht alle so cool finden. Schlägt Gegner-Item weg, verleitet so den Gebrauch. Dazu müsste man aber wissen, ob der Gegner ein Item hat. Und wo, wie soll man das rausbekommen? Steht das irgendwo? Weil irgendwie, was ist eigentlich stärker? Überwurf. Ja, okay. Ich erlern's mal nicht. Ist vielleicht eine recht coole Attacke für irgendwie Multiplayer-Battles. Wo die Leute den, ich habe nicht geschaut, wer kommt, egal. Wo die Leute den Pokémon immer Items geben. Aber für hier ist es jetzt nicht ganz so cool. Autsch. Ich weiß gar nicht, in welche Stadt ich mich jetzt begebe. Ich glaube, in einer mit einer Arena, bei der jedoch der Emulator wieder streiken wird. Und das ist so ein kleines Labyrinth und das war richtig grauenhaft, das weiß ich noch. Da habe ich mich ziemlich aufgeregt, das letzte Mal, weil ich ewig gebraucht habe, um den Weg zu finden. Das wird wahrscheinlich dieses Mal wieder so sein, aber ich denke, ich werde das dann schneiden immer, dass ihr nicht die ganze Suche mit anschauen müsst. Okay, kommt hier noch ein Waldgebiet? Nein. Ah, das ist jetzt die Frage. Ich könnte hier jetzt runterspringen und mir das Item da unten holen. Aber will ich das? Ich werde gerne nach Malvifor City, aber wenn ich diese Stufen hinuntergehe, komme ich kaum wieder nach Bad Lavastadt. Ja, eben. Dann muss man ja wieder komplett den ganzen Weg gehen. Oh, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Komm, ich mach's. Jetzt aber nicht das Item verpassen. Boah, ich wäre beinahe noch eins weitergesprungen. Nugget. Dafür hat sich's, finde ich, nicht ganz gelohnt. Aber gibt ein bisschen Money. Also, würde ich im RL einfach so ein Gold-Nugget finden, würde ich auch nicht meckern, aber hier ist das ja nicht ganz so cool. Das wäre cool gewesen, wenn ihr jetzt einfach in die falsche Richtung fährt und ich dann am Arsch der Welt rauskomme. Aber so fies sind die dann doch nicht. Und der Vulkan scheint aber nicht sonderlich aktiv zu sein, auch wenn da die Lava oben rausgeschaut hat. Weil sonst würden die mich ja wohl kaum hier hochlassen. Hui, hui. Ja, okay, es hat ja nicht so lange gedauert. War vielleicht doch eine gute Entscheidung. Und da sind wir schon wieder. Kaum möglich der Weg nochmal nach Lavastadt City. Ja, genau. Geh mir doch weg, mach mir keine Angst. Kapau. Und es kam auch das Spiel Chile gegen Brasilien, was richtig interessant war. Achtelfinale, ihr wisst Bescheid. Ging bis ins Elfmeterschießen und ja, da hat es mir ein bisschen leid getan für die Chilenen, weil der letzte an den Innenpfosten geschossen hat. Und das ist natürlich echt ein bisschen. Ach so, von der bekommt man ein Pokémon-Ei. Das will ich aber gar nicht unbedingt. So, erstmal den alten Leuten beim Baden zusehen. Und beim Sandbaden. Oder soll das ein Schlafsack sein? Ich denke mal nicht. Ich gehe mal in den Markt. Da können wir eben das Nugget verkaufen und uns vielleicht auch etwas kaufen.
So. Was haben wir denn hier noch? Brudersand. Achso. Verstärkt Bodenattacken, das behalte ich mal. AP Plus habe ich noch zweimal, das ist cool. Herzschnuppe behalte ich auch lieber mal noch. Ach, Flinkklaue, die kann ich dann Dingens geben. Oder hat der schon ein Item jetzt? Ich weiß es gar nicht. Davon bekommt man einfach so viel Geld und ich benutze die Dinger nie, weil ich sie immer vergesse. Deswegen kann ich sie auch gleich verkaufen. So 5000. Ja, hat sich doch gelohnt. Und gibt es hier schon Hyperwelle? Nein. Habe ich noch super Tränke? Dann kaufe ich mir hier mal noch zwei. Superbälle, wie sieht's damit aus? Habe ich noch 10. Ich denke, das reicht vorerst. Gegengift. Habe ich auch noch genug. Paraheiler. Habe ich auch noch genug. Aufwecker. Habe ich auch noch mehr als genug. Feuerheiler. Habe ich nur einen, da lege ich mal noch zwei drauf. Leber kann ich mal schon mal als Vorsorge 9 kaufen. Ah, Superschutz. Das hört sich doch gut an. Dann nehmen wir mal 10 mit. Ach, die sind so billig, da kann man auch 15 mitnehmen. Aber ich habe meinen normalen Schutz noch gar nicht aufgebraucht, glaube ich. Nee, tschüssi. Vielleicht sollte ich das erstmal machen, aber hey. Was soll's? Ich habe ja das Geld. Hier spricht Lydia. Wer bist du denn? Ja, tolle Nachricht. Ich muss mich wohl anstrengen. Gut erkannt. Ich bade jeden Tag in der heißen Quelle. Ich will ein wunderschöner und starker Arena-Leiter. Wie Flavia werden. Ja, da musst du noch ein bisschen üben, glaube ich. Kräuterladen. Was gibt's denn hier? Ah, Energiestaub. Das musste man jetzt mal vergleichen mit dem Supertrank, ob das billiger ist. KP um 200 Punkte. What the fuck? Alle Statusprobleme heilt. Ein Petterskraut, das besiegte Pokémon belebt. Ey, das hier ist ja richtig cool. Das ist wie ein Hyperheiler, aber die sind halt viel billiger, die Hyperheiler. Nee, dann hole ich das nicht. Aber 200 Punkte, das ist wie ein Hypertrank. Da kaufe ich mir mal 5 einfach. Und ich werde bestimmt vergessen, wofür die gut sind und sie dann nie verwenden. Dass die Pokémon noch mal was anderes bekommen als so ein komisches Spray. Ich meine, das ist ja auf Dauer auch nicht gut für die, würde ich meinen. LOL, Holzkohle. What the fuck? Wie geil ist das denn? Oh, versteckt Feuerattacken geben. Ja. Jawoll. Okay, so viel zur Flinkklaue, dann gebe ich die dem doch nicht. Ich will mal ganz kurz ins Team schauen. Hobala. Wo war das denn nochmal? Doch, das war doch hier. Doch, Bericht, genau. So. Wo steht dann nochmal, was die tragen? Holzkohle. Trägt der hier. Der hat den EP-Teiler. Ach so, der hat den EP-Teiler. Der trägt kein Item, der auch noch keins. Dem gebe ich dann die Flinkklaue. Und der hat Wundersaat, okay. Dann Flinkklaue für Maron. Oh, den ich schon ewig nicht mehr trainiert habe irgendwie. Aber, naja, die anderen müssen eben auch aufholen. So, geben. Könnte Maron eine Bodenattacke, könnte ich ihm natürlich auch noch das andere da geben, was ich noch habe. Aber kann er ja, hat er keine, glaube ich. Und was gibt's hier noch? Meine Frau werbt ein Ei in den heißen Quellen. So hat sie es mir jedenfalls gesagt. Sie hat zwei Pokémon in der Pension abgegeben, um herauskam ein Ei. Ach so. Ich habe gerade gedacht, also die macht sich die Frühstückseier in der heißen Quelle, aber das wäre irgendwie ein bisschen, ja. Okay, ich habe jetzt nicht aufgepasst, welche Attacke. Wer hat denn noch nichts so Tolles? Eigentlich Luca. Mimikür? Hä, ich kann die Attacke nicht mal aussprechen. Mimikry. So, mal gucken, was das denn ist. Kopiert eine zuvor ausgeführte Attacke des Gegners. Oh,
Oh. Das Ding ist, dass Luca wahrscheinlich langsamer ist und deswegen weiß ich nie, welche Attacke dann kommt. Zudem ist es so, dass die Pokémon, die eine Attacke einsetzen, ja meist auch den Typ haben. Und dann ist die Attacke ja nicht sehr effektiv. Deswegen glaube ich, dass das nicht allzu viel Sinn macht, diese Attacke. Aber vielleicht komme ich nochmal darauf zurück, wenn ihr mir da anderes sagt. Ja gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part machen wir die Arena. Und wir sehen uns dann. Tschö mit Ö. Mal gucken, was es hier gibt. Die mit brennender Leidenschaft. Das hört sich auf jeden Fall nach Feuer an. Ach so, ich könnte auch mal noch ganz kurz. Okay, das mache ich noch schnell. Mir wurde von Maron nochmal geschrieben, wo ich mein Wasser-Pokémon fangen kann. Ich glaube, es war Malvern Frost City links davon. Ich guck's mir nochmal ganz kurz nach. Okay, bei der Wasserroute rechts von Malvern Frost City. Also die hier? Ja, echt? Okay, ich würde sagen, soll ich da noch eben hin? Nee, eigentlich ja, weil das wäre halt richtig cool für die Arena. Aber da müsste ich so weit laufen. Nee, ich mache erstmal die Arena und dann gehen wir dahin. War ich denn hier oben schon, oder? Nee, ich glaube nicht. Wiesenflur, da war ich aber schon. Ah. Ja doch, ich dachte nämlich gerade, die blauen wären da, wo man noch nicht war, aber das würde keinen Sinn machen, weil hier hinten war ich ja noch nicht und die sind schon rot. Nun ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann und tschö.